So, neue Gravur freigeschaltet. Und auch das haben wir. Und jetzt sind wir Level 10. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder zu Assassin's Creed Odyssey. Jawohl! Und heute wollen wir zum Orakel von Delphi, das ganz Bekannte. Und dementsprechend haben wir uns wieder mit unserem Pferdchen ausgerüstet und reiten da lang. Komm mal. So. Wollt ihr euch mit mir anlegen? Okay. Ihr wolltet so. Und jetzt schon wieder mein Pferd. Ah, da. So. Okay. Gucken wir mal, dass wir jetzt da hinkommen, wo wir hinwollen. So. Überstock an Stein am besten. So. Warum müssen die Orakel immer so weit oben sein? Ah, aber unser Pferd? Los! Na? Komm schon! Kommst da hoch hier? Wollo! Gutes Pferd! Komm! So. Ah, da vorne ist es ja schon. Sehr schön! So, Heiligtum von Delphi. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Das ja. Heiligtum von Delphi. Die Götter selbst wachen über dieses Land. So. Okay. Ja. Jetzt mal hier hin. Bin mal gespannt, was das Orakel für uns bereithält. Barnabas habe ich auch schon gehört. Ah ja. Kassandra, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Was sagst du? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Erst denken, dann reden. Wir sollten verschwiegener sein. Ich würde mich über ein bisschen mehr Verschwiegenheit freuen. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Bleib zurück. Wer bist du wirklich? Du kennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier,
auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also, wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Was hat dir das Orakel verraten? Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast so lange auf Kephallenia gelebt. Warum ist die Schlange so lang? Puh, dieser Andrang ist ja unglaublich. Kommen immer so viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche Leute. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten. Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Warum wimmelt es hier von Wachen? Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. War es schon immer so? Nein. Es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort. Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Ich habe Fragen an das Orakel. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen. Aber diese Schlange, ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist sie nicht genauso großartig, wie ich sagte? Okay. So. Tag. Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich aus, als würde ich mich hinten anstellen? Okay, das wäre geklärt. Tritt ein in das Licht des Apollon, in das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterbliche. Denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchende! Wo ist meine Mutter? Als Kind verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du das wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber woher? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte, der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen! Die Prophezeiung ist dein! Du hast meine Fragen nicht beantwortet! Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten.
Was ist das für ein Scheiß? Mann. Herodotus, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin, was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Vor dem Kult des Kosmos. Ja, vor dem Kult des Kosmos. Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia hatte Angst vor ihnen. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert. Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Wo kann ich die Pythia finden? Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Wie sieht ihr Haus aus? Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich sie gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Wo in Delphi könnte sie sein? Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll. Aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Ich gehe sie suchen. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt. Und meine Antworten bekommen. Cassandra, vergiss eines nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Haben wir kapiert, ja. So, neue Gravur freigeschaltet. Und auch das haben wir. Und jetzt sind wir Level 10. Yes. Geil. So, okay. Gucken wir nochmal. Fähigkeiten hauen wir auf jeden Fall wieder was raus. Also das war... Das fand ich ziemlich geil. So, ja, jetzt können wir mal gucken. Inventar hat man ja, glaube ich, auch was. Ja. Ja, da, das können wir noch nicht anziehen. Okay. War da was? Nein. Ich glaube jetzt. Jo, das können wir anziehen. Ja. Genau, einen Bogen haben wir auch wahrscheinlich einen neuen jetzt. Ja. Sehr schön. Ja, nice. Hat sich doch wieder gelohnt. So. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn da noch an Quests? Ich würde sagen, was haben wir denn hier? Megaris? Nee, Megaris nicht. Ist alles so weit weg jetzt, ne? Das hier, Flottenproblem. Das sind aber, glaube ich, alles die Aufträge, die wir... Okay. Ah, wo man quasi immer so mitmacht. Ja, okay. Naja. So. Finde die Wahrheit heraus, genau. So. Oh, was haben wir hier? Ah,
Söldnerin. Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Oh. Pass besser auf, was du sagst. Ich wollte immer schon eine ältere Liebhaberin. Pass besser auf, was du sagst. Oh, pass besser auf, was du sagst. Verstanden? Verzeih mir. Ich freue mich nur, dass mir die Götter jemanden schicken, der mir helfen kann und gleichzeitig körperlich so anziehend ist. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Meine Götter, erspar mir die Details. Du bist noch äußerst lebhaft, genau. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch noch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter als jemals zuvor. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Ich sammle die Zutaten. Also gut, ich sammle die Zutaten. Wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Wo finde ich einen Bären? Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Okay, wo finde ich Hirsche? Ist Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage, das ist Fokis, hier gibt es überall Hirsche. Okay, woher kennst du das Rezept? Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Okay, ich bringe dir die Zutaten. Ich komme bald wieder zurück. Oh je. So, guck mal. Genau, das war das. Oh, hier ist noch eine Quest. Die nehmen wir auch noch an, würde ich sagen. So. Da unten. So. Gucken wir mal. Das sind auch noch Aufträge. Alter Schwede. Meine Herren. Komm hierher, du rückgratlose Qualle, du. Was? Rückgratlose Qualle? Malaka. Wenn das nicht die Adlerfrau persönlich ist. Du bist groß geworden, Cassandra. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Sage mir, werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Einmal Söldner, immer Söldner. Einmal Söldner, immer Söldner. Davon kann man sich nie ganz lösen. Recht hast du. Das stelle ich gerade mal wieder fest. Der Ärger geht und kommt doppelt zurück. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Oh.
Ich finde die Priester. Also gut, ich helfe dir. Aber... Aber was? Ich will kein Geld von dir. Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Ha! Und ich dachte, ich werde langsam weich. Wo fange ich an zu suchen? Gut, ich jage also Priester. Wo fange ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Okay. Woher weißt du, dass es Priester waren? Ich hätte Priester nicht als Juwelendiebe in Verdacht. Sie haben weder Drachmen noch Silber genommen. Sie wussten, dass die Saphire das Wertvollste hier sind. Das wissen nur Priester. Okay. Ich finde die Priester. Das sollte nicht allzu lange dauern. Alles klar, so hätten wir das auch erledigt. Alles klar. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt weitergehen und noch weitere Quests machen, würde ich sagen, war es das jetzt erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr es gerne mal mit einem Like zeigen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.